So, bei der Dame ist es das obere, dann laufen wir hier nochmal nach rechts. Und das ist wiederum ein Problem. Okay. Ursaring. Gegen Ivan. Ursaring gegen Ivan. Trugträne. Spezialverteidigung sinkt stark. Doch das nützt nichts. Es war nicht sehr effektiv. Ein Fukano und ich wechsle das Pokémon. Da Ivan jetzt Level 29 ist und Jason noch Level 28. Fukano ist ein Feuer-Pokémon, das heißt, viel kann es Jason nicht anhaben. Bis auf den Bedroher. Doch wir können Finte und Ruckzuckhieb. Und das sollte ein Fukano schon down bekommen. Sag ich jetzt einfach mal. Sie down. Hitzkopf Dudley. Ist kaputt. So, und jetzt ist die Frage. Ich persönlich glaube, es ist rechts. Es könnte aber auch links sein. Also gehen wir einfach mal rechts. Und es war links. Wunderbar. Und es war das untere. Ich bin so blöd. Es ist immer das obere. Nach oben. Nach oben links. Nach oben. Nach oben rechts. Rechts und jetzt ist es einmal nach unten links und jetzt nach unten hierhin. Bada boom, bada bang. Hallo, mein Name ist Flavia, ich bin eine Frau. Willkommen, halt, warte. Hallo, du Winzling von Trainer, wie schön dich hier zu sehen. Ich bin verantwortlich für ich bin Flavia und ich bin die Arenaleiterin hier. Du solltest mich nicht unterschätzen, nur weil ich noch nicht so lange Leiterin bin. Ich habe das Talent meines Großvaters gehabt und daher, wie wir entwickelt haben. Wunderbar. Tu das. Jacqueline. Jacqueline. Oh, ein Paras. Das spielt mir natürlich sehr wohl in die Karten. Welche Karten? Diese Karten. Vielfachschwäche. Pflanze. Käfer. Paras. Bada boom, bada bang. Bitch. So, als nächstes kommt ein Fabigel. Fabigel natürlich äußerst schwach. Gegen Kampfattacken, weil es ein Normal-Pokémon ist. Egal, was für Attacken es einsetzt. Es ist und bleibt ein Normal-Pokémon. Das heißt, ich werde den Karate-Schlag einsetzen. So ungefähr. Das war ein Volltreffer. Karate-Schlag ist einfach eine geile Attacke. Es ist einfach eine so geile Attacke. Und es folgt ein Dragonier. Das bedeutet, Desoxy hatte, glaube ich, noch keinen Einsatz hier in dieser Arena. Dragonier ist, denke ich, das Ace. Jopp. Wir setzen Psychokinese ein. Was kann ein Dragonier uns schon tun, außer Donnerwelle? Ein Slap. Das war ein scheiß starker Slam. Verdammt. Ich glaube, ich habe es übertrieben. Ich bin ja auch nicht lange Redner, sondern ich versuche jemand zu sein, der ich gar nicht bin. Ich wollte Dinge Okay. Was ich gerade gemerkt habe, wir hatten Desoxy draußen. Desoxy hat ja echt nicht gerade die besten Verteidigungswerte. Also war das eher riskant. Der Schwitzerorden. Mit dem gehorchen dir alle Pokémon bis Level 50, auch die du Stausch erhalten hast. Und du kannst ab sofort Stärke auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Dies ist Zeichen meiner Anerkennung. Nimm es ruhig an. Das ist... Sag es nicht, sag es nicht. Hitzekoller. Die Tier 15 hat
Ja, der geht sogar, der ist doch richtig gut. Aber gleichzeitig wird Spezialangriff. Es ist eh nicht jetzt. Nein, 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 nein. Halt die Schnauze, halt die Schnauze, halt die Schnauze, halt die Schnauze. Huch. Huch. Das war tatsächlich ein Versehen. Nein. Eddie, wir haben uns lange nicht mehr gesehen, ne? Oh, als ich die heiße Quelle aufgesucht habe, hatte ich mir mit Orden der Arena von der Lavaschei erhalten. Du hast anscheinend viele Pokémon gefangen. Ich meine, du hast ja schon einige Pokémon aufgezogen. Ich denke, das hier wird dich gut gebrauchen können. Wüstenglas erhalten, damit können wir durch die Wüste traben. Cool, oder? Eddie packt Wüstenglas in die Basis. Mit dieser Wüste Glas wirst du keine Probleme haben, durch die Wüste in der Nähe von Route 111 zu gehen. Aber wow, Eddie, in Arenen antreten. Geile Scheiße. Eddie, ich glaube, ich sollte deinen Vater in der Arena von Blütenburg City herausfordern. Eddie, ich sag deinen Namen zu oft. Nette Dame. Der nächste Orden ist unser Daddy. In Blütenburg City. In Blütenburg City. Wartet unser Daddy auf uns. Doch. Ja, doch. Werden wir nun erst einmal gucken. TM50. Flammenrad. Anstatt Hitzekoller lernen wir dann Flammenrad. Auch nicht so verkehrt. Es zieht mehr ab als Glut. Ich werde Glut trotzdem behalten und Silberblick vergessen. Wieso? Weil ich glaube, dass Flammenrad eine physische Attacke ist und Glut eine spezielle. Punkt. Oh. Das, an den habe ich jetzt gar nicht gedacht. Kann ich nicht jetzt rein zufällig Teleport einsetzen? Schwing! Und wir sind in Bad Lavastadt. Weil, ich weiß gar nicht. Ah, okay. Ah, da oben ist ein Pokébell. Sägesang. Es interessiert eh keinen. Niemand will Sägesang. Als nächstes. Route 111. Wir können uns ein Pokémon fangen. Oder zuerst gegen Trainer kämpfen. Jeder dem Sein, sage ich gerne. Jeder dem Sein. Hallo Melvin. Marilyn. Fast. Ich war nah dran. Das kannst du mir nicht anrechnen. Ich war nah dran. Los, Jason, wie wäre es... Kanimani ist schon... Aber okay. Wir machen es trotzdem mit Jason. Jason! Jason! Bis... Hat der Kanimani... Hat Marilyn wohl nicht dran gedacht, dass ich auch drin bleiben könnte? Hat er gedacht, oh, da setzt jetzt sein Gengar mit Gigasauger ein. Nope. Falsch geraten. Das ist sein Tod. Schön. Schön, schön, schön. Tschüss, Marilyn. Ja, ja, ja. Immer Ausreden suchen. Wir holen Shadow nach vorne, weil Shadow ist nun mal unser Fang-Pokémon, mehr oder weniger. Eine Prunosperre. Schick. Die hat Drachenhaut gefunden. Der Beutel ist aber voll. Wir haben noch kein Pokémon gefunden, das ist aber auch nicht schlimm. Ah, jetzt sind wir... Oh nein! Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Wie ist das denn passiert? Wie blöd! Das tut mir leid. Ist ja meine Schuld im Endeffekt, trotzdem tut es mir leid. Hey, und oben sind wir. Oh, was bist du denn für einer? Komischer Kauz. Was haben wir hier? Nichts, außer dass ich einen Haufen übersprungen habe. Hey, und du bist? Ich trainiere ganz individuell. Ich fordere alle Trainer, die ich sehe, heraus. So, ich habe dich herausgefordert. Ist komisch. Hallo, Jonathan. Mia. Das war dann doch ein bisschen weiter weg. Mit einem Latias. Latios haben wir schon gesehen. Jetzt ein Latias. Finsterfischt. Ich habe ganz vergessen, dass wir Shadow vorne haben. Doch sie ist sehr effektiv. Und Badaboom. Schwarzgurt Mir ist K.O. Das bedeutet für uns
hier wollen wir jetzt ein Pokémon fangen. Und es ist ein Elektroball. Ah, Elektroball ist halt eine Sache, die schief gehen kann, ne? Erstmal Hypnose einsetzen. Wer weiß, ob er sich in die Luft sprengt. Wer weiß das schon. Die Chance ist nämlich gar nicht mal so gering. Als nächstes. Es ist ein entwickeltes Pokémon. Das heißt, es wird auf jeden Fall mehr als 30 KP haben. Somit ist ein Nachtnebel mehr als nur eine Alternative. Das ist schlecht. Ultraschall hat zwar keine Wirkung, aber ich habe trotzdem Schiss, dass er sich in die Luft springt. Das heißt, es folgt auch sofort wieder Hypnose. Um sicher zu gehen. Um sicher zu gehen. Hypnose. Connect. Let's go. Wir schlafen. Nein, nicht wir schlafen. Elektroball schläft. Tief und fest. Ich mag Elektroball. Persönliche Meinung. Ich finde, Elektroball hat... Es hat vielleicht ein ja, langweiliges Design, das ist das falsche Wort. Es soll ja sich unter Pokébällen tarnen, ne? Also, ich muss jetzt mal, bevor ihr weitermacht, ich muss mal ganz kurz straight sein. Das kann ich auch während dem Eintippen machen, das ist wohl wahr. Also, die Tatsache, dass hier Elektroball, Volteball, ist so langweilig. Im Gegensatz, oh mein Gott, meine Tür hat mich... Ich sterbe irgendwann an einem Herzinfarkt. Warte, was? Ja, ich hab schon eins auf 111. Okay. Ich werde dich freilassen. Typisch für Elektroball ist seine große Faszination für Elektrizität. Es ist ein problematisches Pokémon, das sich meistens in Kraftwerken niederlässt, wo es sich von frisch erzeugtem Strom ernähren kann. Nein. Ich hab schon ein Pokémon auf Route 111 gefangen. Und da wir laut der Höhenkarte auf Route 111 sind, dort haben wir ein Zwirrlicht gefangen. Das habe ich aber viel zu spät gesehen. Okay, nochmal, um es nochmal straight zu sagen. Warum ich was gegen Leute habe, die sagen, dass es ein langweiliges Design ist, Faulheit und so weiter. Voltoball ist dafür da, um die Leute zu verarschen. Es ist dafür da, um zu zeigen, hey... Leute, guckt mich an. Ich bin ein Item. Hebt mich auf. Ich bin ein Pokéball. Und zack, ist es ein Elektroball. Du hast das Wurzelfossil gefunden. Wenn du das Fossil nimmst. Ich nehme es tatsächlich. Ich nehme das Wurzelfossil. Einfach nur, weil wir ein Amaldo haben. Und ich glaube so, wir kriegen jetzt hier durch natürlich ein anderes Pokémon. Aber mir ist es eigentlich egal, welches Fossil wir holen. Wenn es aber nicht gerandomized wurde, haben wir ein Problem. Also kein Problem. Hätten wir ein Problem gehabt, aber ich habe hier das Wurzelfossil geholt. Egal. Auf jeden Fall, es ist halt. Deswegen ist es nicht faul. Weil es soll ja so aussehen. Und es sieht ja auch so aus. Und wer dann sagt, aber Elektroball ist nur ein Volteball umgedreht. Man wollte Volteball halt nicht schwach lassen. Man wollte es etwas interessanter machen. Zack, kam man auf die Idee. So. Und wenn es umgedreht ist, es lebt davon, aggressiv zu sein. Ich finde, es macht perfekt Sinn. Stattdessen muss ich ganz ehrlich sagen, in der fünften Generation einen Pilz zu holen, der aussieht wie ein Pokéball. Das wäre eine gute Idee gewesen, wenn es nicht schon Voltoball gäbe. Weil jetzt ist es einfach nur ein Abklatsch von einem Voltoball. Es war ein anderes Pokémon, komplett anderes Pokémon. Trotzdem im Endeffekt im Herzen ein Abklatsch. Meiner Meinung nach. So. So viel dazu. Nicht wahr, yo? Joe? Yo? Finde ich auch. So viel dazu. Was wir jetzt noch machen, bevor ich es vergesse, ist das Elektroball freilassen und Team Recap.
Das will ich noch machen. Das Team Recap. So, Nachtnebel, das heißt Reptain, ist kaputt. Shadow erreicht hoffentlich Level 31. Sie. Und wir versuchen Konfustra zu lernen. Das ist leider nicht drin. Sorry, Bro. Ein Alabis kommt. Wir bleiben draußen. Ja, der Sandsturm tobt und sowohl Shadow als auch Alabis werden vom Sandsturm getroffen. Jedoch durch einen gezielten Gigasauger kann ich mich nicht nur heilen, sondern auch dem Tod entziehen, falls er Biss eingesetzt hätte. Und naja, es ist besiegt. So. Picknicker. Yo. Yo, let's yo. Ist besiegt. Ach, falscher Picknicker. So ein Scheiß. Hallo, Kate? Der Name kommt mir bekannt vor. Mit einem Radikal. So, auf jeden Fall. Das ist mein Gedanke zum Thema Elektroball und Voltoball. In meinen Augen macht der auf jeden Fall Sinn. Ich fühle mich auch nicht schlecht, das zu sagen, dass ich der ich bin halt mit der Generation 1 aufgewachsen und wer zuerst kommt, mal zuerst. Na? Wie gesagt, die Idee von dem Pilz ist, ich weiß gerade gar nicht mehr, Tarnpignon heißt das, glaube ich. Die Idee ist ja nicht schlecht. Wäre Voltoball nicht ein Ding. Voltoball ist aber nun mal ein Thema und deswegen, ja, meine Meinung halt. Ein Suicune. Go Ivan. Stattdessen, wenn man jetzt mal sagt, gibt es denn ein unglaublich faules Design in der ersten Generation? Es ist schwer zu sagen, das ist ein faules Design. Von allen Designs, ja. Da ist Voltoball und Elektroball auf jeden Fall faul. Aber es erfüllt seinen Zweck. Und ansonsten kann man in der Generation 1 nicht sagen, es ist überhaupt irgendwas faul. Weil, und jetzt kommt das Witzige an der ganzen Geschichte. Es war die erste Generation. Man kann mit dem ersten Schritt nichts falsch machen. Mit dem zweiten schon. Mit dem zweiten kann man was falsch machen. Da muss man dann auf die zweite Generation gucken. Ich habe nicht aufgepasst, was für ein Pokémon kommt. Deswegen werde ich jetzt Jason einfach mal einwechseln. Und ich hoffe, es ist was Gutes für uns. Bisaflu, hey, perfekt. Geiler Shit. Wie gesagt, meine Meinung. Ich werde das Flammenrad einsetzen, mal zu gucken, wie es aussieht. Das sieht geil aus. Giftpuder, halt die Schnauze. Du da drüben. Stress, ha? Huh? Ja, ist okay. Ja, so viel dazu. Ich habe jetzt meinen Senf dazu abgegeben. Zu Voltoball, Elektroball, Tarnpignon und die Entwicklung, die ja dann auch genauso faul ist, weil es ist einfach nur ein Tarnpignon in dick und fett. Ja. Tangolos ist auch nur ein Tangela in dick und fett. Das sagt keiner. Ihr wisst ja wohl hoffentlich wieso. Weil es Schwachsinn ist. Bitte sehr. Man kann mich auch für Partys mieten, um sie zu vermiesen. Oh, shit. Okay. Da wir Krebskopf nicht haben, können wir auch nicht zurück. Das ist aber kein Problem. Wie gesagt, ich werde jetzt noch Elektroball freilassen. Wegen... Entlassen. Leider. Tschüss, Elektroball. Und Team Recap. Wir fangen hinten an. Beim Ei. Keine Ahnung, wann es schlüpft. Es wird sicher noch lange dauern. Jason, unser Starter, hat ein Level bekommen. Das sind die Werte. Ich werde jetzt nicht nochmal drüber gehen. Also in dieser Aufnahmesession. Es hat Flammenrad dazu gelernt. Das ist eigentlich
was man mal erwähnen kann. Aber ansonsten John Cena. 2 Level, wenn ich mich nicht recht entsinne. Verteidigungsinitiative immer noch schlecht. Dafür ist der Angriff umso besser. Keine Attacken hinzugelernt. Desoxy. 1 Level, wenn ich mich nicht recht entsinne. Ich werde mich vielleicht entsinnen. Die Initiative ist jetzt auch auf einem Mega-Wert. Die Verteidigung aber immer noch der schlechteste Wert von all unseren Pokémon. Es hat nichts dazu gelernt. Ivan. Man sieht hier, dass es solides Pokémon ist, bis auf den Spezialangriff. Es hat auch nichts dazu gelernt. Und unser letztes Pokémon, Shadow, unser Gengar, hat auch 2 Level, glaube ich. Und der Spezialangriff lässt es so richtig raushängen, dass Gengar Shadow unser stärkstes Pokémon ist. Es hat aber keine neuen Attacken gelernt. Mein Name ist Edwin, wenn es heißt Let's Play Pokémon Saphir Randomized Nuzlocke Challenge. Bis dahin, ciao.